Nacht im Zelt gilt gemeinhin als wildromantisches Erlebnis. Vorausgesetzt, es bietet auch bei schlechtem Wetter genügend Schutz. Expedition, Trekkingtour oder Familiencamping. Die Ansprüche an ein Zelt sind je nach Einsatz ganz unterschiedlich. Ausrüstungsexperte Jochen Remark berät in der Globetrotter-Filiale Köln die Kunden beim Zeltkauf. Die ersten drei Fragen, die ich einen Kunden frage oder stelle, ist, für wen es gedacht ist. Also sprich die Anzahl der Personen, die das Zelt nutzen werden, wo es hingeht und ob es Gewicht eine Rolle spielt. Die Zeltauswahl richtet sich immer nach denselben Kriterien. Welche Klimazone wird bereist, also wie robust muss das Zelt sein, wie wichtig sind Packmaß und Gewicht und welchen Komfort benötige ich, also wie viel Platz zum Schlafen, Kochen und für den Rucksack. Sind diese Fragen geklärt, fällt die Auswahl meist ganz automatisch auf eines von drei verschiedenen Zelttypen. Kuppelzelt, Geodät oder Tunnelzelt. Im Gegensatz zum normalen Kuppelzelt habe ich bei einem klassischen Geodäten mehrere Gestängekreuzungen. Also egal wie viele Stangen da sind, ich habe immer mehrere Punkte, an denen die sich kreuzen. In dem Fall sind es drei, gegenüberliegend auch noch einer und noch mal im hinteren Bereich. So erreiche ich eine wesentlich höhere Stabilität, was natürlich im Extrembereich Sinn macht. Je höher die Windgeschwindigkeiten sind, umso stabiler will ich mein Zelt haben. Ein klassisches Kuppelzelt wird eigentlich so aufgebaut, dass ich erst das Innenzelt aufstelle und hinterher irgendwas an Plane oder an Außenhülle drüber schmeiße. Tunnelzelt muss auf jeden Fall abgespannt werden, hat aber das Innenzelt immer hängen. Sobald es regnen sollte, habe ich das Innenzelt schon aufgehangen. Sprich, ich brauche also das Zelt nur einzuführen vom Gestänge, setze die Haken, ziehe es nach vorne weg und kann es fixieren. Ein weiterer Vorteil ist bei Tunnelzelten mit drei Gestängebögen, dass ich einen riesen Stauraum vorne habe. Sprich, wenn ich irgendwas kochen muss, Rucksäcke einlagern muss, ist es vom Platzangebot wesentlich größer. Jedes Zelt hat also für bestimmte Einsatzgebiete klare Vorteile. Noch einmal zusammengefasst. Ein Kuppelzelt braucht nur wenige, manchmal auch gar keine Abspannpunkte. Es hat eine gute Sturmstabilität und eine robuste Konstruktion. Ein Tunnelzelt ist besonders bei Regen praktisch. Das Innenzelt bleibt trocken, weil das Außenzelt zuerst aufgebaut wird. Außerdem ist es durch die steilen Wände geräumiger und hat trotzdem ein geringes Gewicht. Hat sich der Kunde für einen Zelttyp entschieden, spielt ein weiterer Faktor eine wichtige Rolle, die Zeltfarbe. Also wenn man sich erstmal aufs Außenzelt bezieht, kann ich zwischen dunklen und helleren Sachen unterscheiden. Ein heller wäre für mich gelb, orange, rot, alles was irgendwo Signalfarbe ist. Also sprich, da auch eingesetzt wird, wo ich gesehen werden will oder gebeten werden soll. Irgendwo was im Schneebereich ist, Expeditionsbereich, überall da, wo ich mein Zelt im Grunde wiederfinden will oder dass ich es zusätzlich als Signal nutzen möchte. Ein grünes oder sandfarbenes Zelt wird eher beim Trekking eingesetzt, damit es sich besser an die natürliche Umgebung anpasst. Die Preisspanne reicht von 50 bis ca. 3000 Euro. Auf den ersten Blick ist das den Modellen nicht immer anzusehen. Aber die qualitativen Unterschiede liegen im Detail. Zum Beispiel ist die Beschichtung ein wesentlicher Faktor. Wenn ich mir nicht sicher bin, um was für ein Material es sich bei dem Zelt handelt, ist eine ganz einfache Möglichkeit, indem ich das Zelt nehme, rumdrehe und mir die Nähte angucke. Sind die Nähte getaped, wie in dem Fall, weiß ich, dass es von innen PU beschichtet ist, also Polyurethan beschichtet ist. Ist die Naht nicht getaped, ist das Zelt mit Silikon beschichtet. Dieses Material ist wesentlich haltbarer, UV-beständiger und reißfester. Wie lange ein Zelt im Einsatz ist, hängt nicht allein von seiner Qualität ab. Die richtige Pflege ist mindestens genauso wichtig. Letztendlich erhöht es einfach die Langlebigkeit von einem Zelt, wenn ich anfange, irgendwas an Dreck zu entfernen, Dreck nicht mit einrolle, sprich abzuwaschen. Nach jeder Tour empfiehlt sich eigentlich, das Zelt zu Hause wieder aufzubauen, generell nach Dreck zu suchen, den möglichst schnell abzuwaschen und das Zelt dann trocken einzulagern. Ist eine super Gelegenheit, auch zu gucken, ob irgendwas an Schäden am Zelt ist, sprich, ob ich ein Gestänge wechseln muss oder ein Segment wechseln muss, klicken muss. Jochen Remark baut am Tag bis zu 10 Zelte für seine Kunden auf. Und dann kann jeder testen und liegen, solange er will. Kurz vor Ladenschluss machen wir noch mal eine Runde, kontrollieren alle Zelte, weil es durchaus auch schon vorgekommen ist, dass Leute in Zelten liegen geblieben sind und teilweise auch schon eingeschlafen sind, die dann auch geweckt werden müssen.